Haben wir jetzt den Schlüssel oder nicht? Ja, haben wir. Genau. So, So, also, was wir quasi brauchen, ist, wir müssen uns erstmal von den Typen da verstecken. Ja, bla bla bla. So, wir verstecken uns diesmal gleich mal da drin. Kurz warten. Und hoffen, dass nicht die gleich wieder vor dem Locker-Dings stehen. Okay, wir. Bitte sag mir, dass dafür der Schlüssel war. Für was haben wir da einen Schlüssel gebraucht? Für die Tür? Für die Tür? Ah, für die hier. So, Tür zu. Elegant. Oh, jetzt ist es schön hell. Wie nett. So, ist ein Schlüssel notwendig? Ja klar, wir haben jetzt schon 10.000 Schlüssel eingesammelt, aber wir brauchen noch mehr. So. Schöne Aussicht. Glaube ich, gibt es hier nicht so. Schauen wir noch hier mal. Da ist zu. Was, der hat doch nur die Tür zugeschlagen. Die hat sie doch nicht zugesperrt. So, mal gucken. Vielleicht gibt es noch ein paar Köstlichkeiten hier. Was ist das für eine kranke Musik jetzt auf einmal? Da geht's ja gar nicht weiter. Aber ich glaube, der Typ kann uns ja... Alter, der ist ja auch da nackt da unten, Alter. Können wir hier rein? Sehr gut. In dem Zimmer waren wir doch schon. So. Er betet den Fernseher an. Was läuft denn Schönes? Ameisenfußball. So, ich muss ja noch immer diesen... Hey, da komme ich ja gar nicht vorbei. Ah, hier geht's vorbei. Weitermachen. Exit. Wir kommen bei einem Exit natürlich nicht so schnell raus. Da. So.
da. Nur mal kurz durchchecken. Tür zu. Haha, zugeknallt. Du solltest die Hose anziehen und nicht davor stehen. Ich dachte schon, der hat da Batterien in seinem MP3-Player und die hätte ich ihm schnell geklaut. Aber hat er nicht. Kann ich da raus? Muss ich da raus? Achso, ich hatte die ja. Shit, ich muss da wirklich raus. Aber wohin? Ich kann doch da jetzt nicht runterspringen. Soll ich da runter? Nein. Soll ich da drüben rein? Aber der will nicht darüber gehen. Geh darüber. Geh darüber. Geh darüber. Geh darüber. Ah, er geht darüber. So. God hates sickness. Ihr müsst es ja wissen. Gott hasst Geld. Dir alles klar? Ach du heilige Scheiße. Schnell. Schnell da rein. Ja, mit dem Schlüssel. My Job, you alone shall escape the Talpa. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Raus hier. Wie kommen wir zum Ausgang? Was für ein unepischer Abgang. Wo zur Hölle geht's jetzt hier raus? Habe ich hier irgendwas verpasst? Nö. Nur nochmal checken, Jungs. Nur nochmal checken.
So, hier ist zu. Da ist auch zu. Hier kommen wir nicht durch. Und hier kommen wir aber auch nicht durch. Können wir da drüber steigen? Nee. Da ist doch der Aufzug. Ich will da rein. Ah. Wie immer auf die unkonventionelle Art. Okay, Batterien austauschen. Oh nein, der Dicke schon wieder. Scheiße, da ist schon wieder zu. Oh Mist. Ah, jetzt laufe ich einfach im Kreis. Okay, hier ging es nicht weiter. Wo ist er denn, der Fettsack jetzt? Okay, er sitzt in der anderen Tür. Mach auf. Scheiße. Alter, wenn sich der Fette vor die Tür stellt, du kommst halt nicht vorbei. Oh, die Blut. Also die Fußabdrücke mit dem Blut kommen von mir. Da. Also ich bin da schon irgendwie richtig, aber der will da irgendwie nicht hochspringen. Scheiße. Wir haben es geschafft. Und ja, wir sind endlich beim Aufzug. Hier, nimm den Schlüssel. Sollten wir da nicht rausgehen?
finde einen anderen Weg nach draußen. Wo zur Hölle sind wir denn jetzt hier gelandet? Was? Was? Ernsthaft? Was ist denn jetzt für eine Science-Fiction-Sache geworden? Wie sieht's hier aus? Ja gut, so hat's ja überall eigentlich ausgesehen, nur hier ist... Und der Kontrast so stark von dem Sterilen bis hin zu dieser Sauerei. So, da müssen wir natürlich auch noch reinsehen. Der schaut, sieht aus, als wäre er explodiert.